Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Paul Henzel und in diesem Video werde ich wieder eine Live-Reaction machen auf ein YouTube-Video. Mein Videograf ist aufmerksam geworden auf ein neues Video. Wir haben ja dieses Format hier, die Live-Reactions, wo wir auf Videos reagieren, wo es rund um das Thema Vertrieb und Kaltakquise geht. Und wir haben vom Oliver Schumacher das Video Telefonakquise, wie du mit Leichtigkeit telefonisch akquirierst, gefunden. Dementsprechend, ja, mein Videograf hat sich schon angeschaut, hat sich rausgesucht und gesagt, das wäre spannend, wenn ich mal drauf reagiere. Ich selbst habe es noch gar nicht gesehen, bin jetzt gespannt einzusteigen und ja, kenne ja auch den Oliver Schumacher überhaupt nicht, deswegen mal schauen, was hier auf uns zukommt, was er für Tipps mitgibt, ob ich jetzt hier sehr begeistert bin von den Tipps oder ob ich sage, hier, macht überhaupt keinen Sinn, wir werden sehen und ich starte jetzt einfach mal ganz unvoreingenommen rein, dann geht's los. Schön, dass du Bock auf Vertrieb hast. Ich bin Oliver Schumacher und möchte dir ein paar Ideen geben für deine erfolgreiche Telefonakquise. Wenn ich Verkäufer begleite, das bedeutet, wenn ich neben dem Verkäufer sitze oder der Verkäuferin und ihm ihr zuhöre beim Verkaufen am Telefon beziehungsweise insbesondere beim Akquirieren, merke ich oft, dass der entscheidende Mehrwert, warum es Sinn macht, aus Kundensicht mit diesem Verkäufer zusammenzuarbeiten, einen Termin zu machen, das Produkt zu kaufen oder die Dienstleistung, dass dieser entscheidende Mehrwert oft beim Zielkunden gar nicht wirklich ankommt. Vielen Verkäufern ist durchaus klar, dass sie ein tolles Angebot haben. Aber denke mal daran, wenn du irgendwo anrufst, die Person, die hört dir vielleicht nur zu 20-30% zu. Weil du rufst jetzt ja spontan an, die Person checkt gerade E-Mails, spricht gerade mit einem Kollegen und jetzt bist du in der Leitung. Das heißt, man glaubt oft, unser Gegenüber hört uns zu 100% zu. Aber ich gehe davon aus, die meisten tun das eher so beiläufig. Ja, was wollen Sie? Worum geht's? So. Und wenn du da nicht genug anschauliches Material rüberbringst, sodass dein Gegenüber denkt, wow, das ist ja wirklich interessant, dann ist das Risiko sehr groß, dass dein Zielkunde im besten Fall höflich ist und sagt, schicken Sie mir mal Unterlagen, aber es damit dann auch gewesen ist. Mach dir also darüber Gedanken, wie kannst du dein Angebot so darstellen innerhalb von 15-20 Sekunden, dass dein Gegenüber anstrengungsarm erkennen kann, ach, darum geht's. Ja, das ist ja cool, das ist ja interessant. Oder im Zweifelsfalle auch, also wenn Sie das und das wollen, nee, das ist für mich wirklich nicht interessant. Weil es ist ja auch damit viel gekonnt, Zielkunden zu disqualifizieren. Weil es bringt dir überhaupt nichts, wenn du viel Zeit vertüdelst mit potenziellen Kunden, wo an sich absehbar ist, dass sie eh mit dir kein Geschäft machen werden. Halten wir mal kurz an der Stelle, gebe ich auf jeden Fall ihm recht, ja, dass man sein Angebot kurz und knackig verpacken sollte, aber auch interessant, dass es Leute gibt, die zuhören, die interessiert auch sind, das Angebot dann dementsprechend zu beanspruchen oder überhaupt offen sind, einen Termin zu machen. Und auf der anderen Seite sollte man auch das Angebot so rüberbringen mit einer Überzeugung, dass es halt ein Ja gibt oder Nein, also dass man auch qualifizieren kann oder auch hört, ist jemand, der das Angebot so interessant findet, dass er einen Bedarf hat, oder ist es jemand, der hat gar keinen Bedarf, der dann halt einfach unqualifiziert ist und mit dem es auch keinen Sinn macht, nochmal ein Gespräch zu führen oder generell weiter in den Verkaufsprozess zu gehen, also wo es einfach thematisch gerade nicht passt zum aktuellen Zeitpunkt. Wir hören mal weiter rein in das Video. Zauberwort ist also Relevanz. Mach dir darüber Gedanken, wie kannst du relevant sein, wie kannst du bei deinem Gegenüber einfach das Gefühl wecken, wow, das ist ja mal anders. Und das ist was ganz was Wichtiges, dieses wow, das ist ja mal anders. Ich empfehle dir, wenn du zum Telefonhörer greifst, sprich ganz normal mit dieser Person. Ich habe so selbst manchmal das Gefühl, wenn ich Kunde bin und mich rufen irgendwelche Menschen an, da möchte ich so manchmal sagen, Mensch, warum sprichst du so doof? Also damit meine ich so unnatürlich. Am liebsten würde ich sogar manchmal sagen, Mensch, du sprichst so komisch, warst du gerade beim Seminar? Ich empfehle dir, normal mit deinen Zielkunden zu sprechen. Egal, ob das der Vorstandsvorsitzende ist oder der einfache Arbeiter. Sprich normal, so wie ich jetzt auch mit dir ganz normal spreche. Das ist ein guter Tipp, normal zu sprechen, weil ja, was sind Telefonate, was sind Gespräche? Wenn du mit einem Kumpel telefonierst, ist es halt einfach normales Gespräch und wenn du da signalisierst, schon in der Kaltakquise, dass du auch normal mit jemandem sprechen kannst, ohne dass du jetzt irgendwelche Floskeln auspackst, ohne dass du jetzt Fachbegriffe die ganze Zeit auspackst, ohne dass du irgendwie die Sätze verschachtelst,
dann ja, signalisierst du halt auch Vertrauen oder dass du ein normaler Mensch bist mit normalen Absichten. Dementsprechend kann ich dir das auch empfehlen, einfach normal zu sprechen oder mal auch den Ansatz zu wählen, dass du mit jemandem sprichst oder dir vorstellst, dass es ein Kumpel ist von dir. Du musst jetzt natürlich nicht die Fäkalwörter auspacken oder Fäkalsprache, aber dass du einfach mal locker, entspannt mit jemandem sprichst am Telefon, den du auch überzeugen willst. Sobald du spezielle Worte benutzt, die du sonst in deinem Leben niemals benutzt, wird dein Gegenüber ja das intuitiv irgendwie spüren und daran zweifeln an deinem Angebot. Also sei einfach echt, sei einfach du. Ich habe auch schon Menschen gehabt, die haben mich angerufen und die haben da am Telefon gesagt, ja, schon mal, ich gebe zu, es ist mir jetzt nicht ganz leicht gefallen, zum Hörer zu greifen, haben Sie gerade 30 Sekunden für mich? Damit wird natürlich dann bei dieser Telefonakquise so ein bisschen an das Helfersyndrom appelliert, aber ja, Helfersyndrom habe ich durchaus. Und warum sollte man das nicht einfach ganz offen sagen? Wissen Sie, es ist mir nicht ganz leicht gefallen, aber ich dachte, ich rufe Sie mal an. Und dann wird fast jeder wohl sagen, ja, was wollen Sie denn, worum geht's? Und dann kann man ja sagen, wissen Sie, mir ist A und B aufgefallen und da habe ich eine Idee, wie Sie Punkt, Punkt, Punkt können und dazu wollte ich gerne mal mit Ihnen einen Termin machen. Sprich einfach so, wie ja, du es intuitiv meinst, dass es passt. Natürlich kann ein Verkaufsskript mit ausformulierten Sätzen dir auch helfen, nur dieses Verkaufsskript darfst du bitte nicht ablesen. Ich empfehle dir eher, dass du so ein Skript entwickelst, was sind so mögliche Sätze, aber dass du entscheidende Schlagworte für dich markierst, sodass du spontan um diese markierten Schlagworte deine Worte frei herum ja, bastelst, legst, sodass du immer noch glaubwürdig rüberkommst und nicht, dass dein Gegenüber merkt, du liest ab. Ich beispielsweise gebe dir diesen Input ja auch frei aus dem Herzen heraus. Ich lese das nicht irgendwie ab mit dem Teleprompter, weil das wäre nicht glaubwürdig. Dann würdest du auch denken, was ist denn das für ein Verkaufstrainer? Der kann ja nicht mal frei etwas mir erzählen über ein paar Minuten. Hier muss ich sagen, dass ich nicht ganz zustimme an dem Punkt. Es gibt natürlich Leute, die einfach sehr frei auch sprechen können oder die nicht direkt Skripte ausformuliert brauchen, die sie eins zu eins absprechen, auf jeden Fall. Also wir können auch ohne Skript Leute überzeugen oder natürlich auch Termine machen, kein Problem, oder uns auch sehr schnell Dinge einfallen lassen, sehr gut ein Angebot auch rüberbringen, ohne dass wir jetzt direkt ein Skript haben. Aber gerade für jemanden, der neu ist in der Kaltakquise oder der in ein bestimmtes Angebot natürlich sich erstmal reinfuchsen muss, macht es auf jeden Fall Sinn, Formulierungen zu verwenden und Taktiken zu verwenden, die einfach bewiesen sind, die gut funktionieren, wo man auch Wort für Wort genau diese Taktiken dann auch verwenden kann. Und vor allem, wenn man ein Skript hat, warum sollte man immer wieder abweichen davon, wenn es einfach gut funktioniert und wenn es auch Top-Ergebnisse gebracht hat. Dann macht es ja keinen Sinn, immer wieder was komplett anderes zu erzählen, sondern wenn man irgendwann für ein Angebot und für sich selbst eine Vorgehensweise hat, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert und eine hohe Erfolgsquote auch mit sich bringt, dann musst du ja nicht immer wieder irgendwie was Neues erfinden, sondern einfach genau diesen Schritt gehen und du wirst natürlich nicht immer von jedem angenommen und du machst nicht immer bei jedem entscheidenden Termin, aber du hast eine gewisse Erfolgsquote, die eingehalten wird, die auch wahrscheinlich statistisch dann so ist und dann macht es ja gar keinen Sinn, hier immer wieder kompletten Wechsel reinzubringen oder den Einstieg komplett zu ändern zum Beispiel. Also auch bei uns, ja natürlich machen wir pro Kunde ein eigenes Skript und gibt es auch immer mal wieder Sachen, die abweichen, aber vom Einstieg her, von generell der Vorgehensweise, wie wir die Telefonate führen, ist das fast immer wieder das gleiche Muster. Das sind einfach bewiesene Vorgehensweisen, die wir haben. Wir haben natürlich über die Jahre hinweg einfach verschiedene Ansätze auch entwickelt, die wir am besten einsetzen können, die am besten funktionieren für verschiedene Branchen und da muss ich jetzt ein bisschen abweichen davon. Klar gibt es Leute, die einfach frei weg alles trotzdem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Termine machen oder hohen Quote dann auch Termine erlegen, aber gerade wenn du neue Mitarbeiter trainieren willst, wenn du generell Leute in deinem Vertrieb aufbauen willst, dann brauchst du einfach Skripte und Leitfäden, an die sie sich halten können, sonst müssten sie erstmal Ewigkeiten bei dir zuhören, bis sie überhaupt mal selber die Akquise starten können oder schon eine große Vorerfahrung mitbringen. Also, hab Mut, greif einfach mal beherzt zum Telefon, gib jedem Interessenten die Chance, Nein zu sagen, vielleicht sagt er Ja. Und sollten viel zu viele Nein sagen, dann hinterfrage mal, ob du bei der richtigen Zielgruppe bist und hinterfrage auch deinen Gesprächseinstieg. Weil davon hängt am meisten ab. Wenn dein Zielkunde anstrengungsarm verstehen kann, wow, das ist ja interessant, wird er dir gerne weiter zuhören. Bis bald. Kurzes, bündiges Video finde ich gut, also auch den Ansatz, den er gewählt hat.
Und die Message, also die Hauptaussage des Videos finde ich gut, dass man einfach anstrengungsfrei sprechen sollte, dass man das auch verstehen sollte als Entscheider. Also wenn mich jemand anruft, dann will ich auch, dass er zum Punkt kommt, dass er kurz und knapp sagt, was er von mir möchte, ohne lang drumherum zu schwafeln. Klar, es ist immer wichtig, so einen Einstieg zu finden, auch die Jahrstraße aufzubauen oder auch ein paar Taktiken mit zu verwenden, wovon ich auch ein Freund bin, damit man erstmal überhaupt eine abfragt, ist ein Bedarf da etc. Aber dass man auch zum Punkt kommt und dann auch sagt, hey, der nächste Schritt ist jetzt Termin, wann passt es Ihnen am besten, dass wir darüber sprechen können. Entweder es passt, er hat den Bedarf, oder man erkennt dann in der Vorwandbehandlung oder der Einwandbehandlung, es gibt doch keinen Bedarf, es ist jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt, hier entweder direkt einen Termin zu machen oder der Kontakt ist unqualifiziert, dann muss man natürlich auch sagen, muss man auch ein Nein akzeptieren, man kann doch nicht jeden terminieren, aber gute Hauptaussage, kurz, bündig, auch das Angebot rüberzubringen, die Intention, mit der man anruft, auch ehrlich zu sein und auch mal zu sagen, ja, das ist ein Kaltakquise-Anruf, wenn man gefragt wird zum Beispiel danach, und vor allem sein Angebot ein bisschen speziell auch zu machen oder rüberzubringen, dass es mal nicht klingt wie jeder andere 100%, sondern dass man einen guten Ansatz wählt, mit dem man sich abhebt von der Masse und da einfach auch seine Dienstleistung mit einer gewissen Spezialität hervorhebt, mit einer gewissen Qualität vor allem auch. Das sind so die Dinge, die ich jetzt noch mitgenommen habe, die wir auch umsetzen tagtäglich. Wenn du da interessiert bist, entweder selbst einen Kaltakquise-Partner für die Dienstleistung zu gewinnen, dass wir das abnehmen für dich oder ergänzen und Kaltakquise für dich übernehmen, dann trag dich gern ein bei www.paulniederlag.de. Oder wenn du auch Hilfe brauchst, selbst deine Skripte zu verbessern, selbst besser zu werden und deinen Vertriebsprozess auch reibungsloser zu gestalten, um bessere Quoten zu erreichen, kannst du dich auch gern eintragen, da wir auch in der Betreuung tätig sind. Ansonsten wünsche ich dir erstmal noch eine geile Zeit. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Reaction oder zum nächsten Video auf dem Kanal. Dein Paul.